Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Weiter geht's! Ja, das Loch. Da werde ich auf jeden Fall durchrushen. Heißt, ich werde da nicht alles machen. Nein. Wozu denn auch? Oh, das war knapp. Uah, Loch. Ach so, hier konnte man einfach rein. So. Der Hund ist weg. Wo ging es hier nochmal hoch? Ah, da. Was war das? Da hat irgendwer was kaputt gemacht. Oh, hier sind ein paar Sachen. Häftlingshandschuhe, okay. Jetzt muss ich gucken, wo geht's hier weiter? Heilung. Ich glaube, ich sollte mich lieber mal ein bisschen auf Magie konzentrieren bei dem. Ja, mit Magie sind die besser zu machen. Ja, ich bin vergiftet. Und
Das war eigentlich nicht geplant, dieser Sprung. Was soll das denn da werden? Okay, sie kommen. Okay. Ich glaube, das zünde ich mal an. Wo kann man das nochmal kaputt machen? Ah, hier. Denn da ist der... So. Jetzt muss ich gucken, wo gehe ich am besten runter? Backstep. Heilung! So kann man sie auch besiegen. Heilung. Anzünden wollte ich das jetzt nicht. Wollte die Sachen sammeln. So.
Na, ah, da ist noch einer. Ah. 20 Lebenssteine, wow. Und nochmal. Ach nee, Inventar ist voll. Was? Nee, das sehe ich ja gar nicht ein. Aua. Ein Duftzweig, danke. Ja, ich war jetzt schnell hier unten. Ich habe ja das größte vom Loch jetzt übersprungen. Moment mal. Was machen die denn hier? Ich sollte mal Gegengift hier jetzt reintun. Für die Gegend ist das wichtig. Aua! Da ist ja noch einer drin. Frage ist, wann ist jetzt das Feuer wieder aus?
So, auf damit. Schuttel, große Zauberwaffe, okay. Gehen die überhaupt wieder aus? Hi. Lebenstein, bitte. So, nimm das. Wow, wie viel. Oh, wow. Der hält was aus. Nimm das und das. Ja genau, vergiftet. Schon wieder. Nimm das. Der lebt ganz schön lange. Hat aber lange gewartet. So. Ja, brenne. Ja, brenne.
Fenstergeist wurde besiegt. Wuhu, wuhu, wuhu. Duftzweig benutzen. So, der hatte keine Chance. Dann wieder, ich würde sagen, das ist jetzt so ein passender Schnitt. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.